In vielem anderen, was ich gemacht habe, war ich vielleicht nicht so gut wie im Skispringen. Und dann muss man sich zuerst mal daran gewöhnen, dass man eben ein Anfänger ist in anderem. Und dort jenem, dass man durch das, was man will, das Beste machen will, vielleicht wieder Erfolg haben kann. Und darum kommt man dann mal schnell ein bisschen auf den Boden runter. Früher träumte Walter Steiner davon, fliegen zu können. Dann setzte der Skispringer zu seinem schwierigsten Sprung an. In ein Leben auf dem Boden der Realität. Wie fand der einst umschwärmte Star als bescheidener Handwerker sein Glück? Davon handelt dieser Film. In den 70er Jahren gehörte Walter Steiner zu den besten Skispringern der Welt. Wie kein anderer verkörperte er die Magie dieses Sports, den Traum vom Fliegen. Er gewann Silber bei Olympia, wurde zweimal Weltmeister, hielt den Weltrekord im Skifliegen. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere hatte er ein absurdes Problem. Er sprang zu weit, über den kritischen Punkt der Schanze hinaus. Um Stürze wie diesen zu vermeiden, verkürzte er freiwillig seinen Anlauf. So etwas hatte es noch nie gegeben. Seine Bewunderer gaben dem Toggenburger den Übernamen Vogelmensch. Am Anfang ist es ja immer schön und man hat in der Karriere, wenn man Aufmerksamkeit überkommt, dann irgendwann hängt es einem zum Hals aus, dass man jetzt hier kennt und immer muss Antworten geben. Und vielleicht nach ein paar Jahren, wenn niemand mehr nach mir fragt, da sagt man vielleicht dann zu viel, wenn man wieder gefragt wird, weil letztendlich fragen die darüber. Darum machen wir jetzt den Film. Ja, ich hoffe, dass ich auf Schweizerdeutsch überhaupt noch richtig antworte. Walter Steiner arbeitet im Gebäudeunterhalt für die schwedische Landeskirche. Ich muss ja etwas machen, dass das nicht so klappt, wenn die Türen zugehen. Der Universalhandwerker ist zuständig für 6 Kirchen und Versammlungsgebäude. Seit über 20 Jahren lebt der Schweizer in Falun im Süden von Schweden. Ja. Da kommen wir raus. Sport ist noch immer sein wichtigster Lebensinhalt. Der 64-Jährige hat es an die Weltspitze der Langlaufsenioren geschafft. Wie schon als Skispringer arbeitet der leidenschaftliche Tüftler mit kuriosen Methoden. Weil seine Lungenleistung nicht mehr die beste ist, setzt er beim Langlaufen nur die Arme ein. So verbraucht er weniger Sauerstoff als mit den großen Muskeln der Beine. Verrückt, aber erfolgreich. 40 Jahre nach seinen Triumphen auf der Sprungschanze gewinnt Walter Steiner an der diesjährigen WM in Russland gleich 3 Medaillen. Hier habe ich meinen Wachstisch, wo ich jetzt natürlich als Langläufer meine 20 Paar Ski betreue. Aber hier sind auch von einem Freund, der mir über meine ganze Karriere so Zeigbücher gemacht hat,
von allen Jahren, als ich aktiv war, bis die Jahre, als ich dann in Amerika war. Und das ist für mich eine wunderbare Sache, zu lesen und zurückzugehen in meine Karriere. Dann bin ich in die Lehre gekommen, als Holzbildhauer. Und das war für mich und für den Lehrmeister etwas beschwerlich, weil so hat die Absenzenliste ausgesehen. Also, ich war bis 72 dick und bis 70 bin ich so viel vor. 1974 startete Walter Steiner an der WM in Falun, seiner heutigen Heimat. Hier sehen wir die Chance mit dem Team. Ja. Das könnte ja der Vor-WM gewesen sein. Tolles Bild auch. Na, da ist Schickenilla. Wer ist das? Das war unsere Hostess, die wir hatten. Und Ihre spätere Frau? Ja. Eine Zeit lang. Ja. Und warum hat es nicht geklappt? Ja, das hat wunderbar geklappt. Eine wunderschöne Zeit. Aber bis am Schluss hat wieder jemand anderes noch mehr können sie beeindrucken. Und dann hat ein Freund von mir hat dann am Schluss Gunst gehabt. Und jetzt leben die zusammen und sind geheiratet. Das ist aber schmerzlich, wenn da ein Freund, eine Frau... Absolut nicht. Ich bin so dankbar, weil ich will, dass sie glücklich ist. Und ich bin glücklich, dass ich wieder das habe, was ich in den Früher hatte. Und wenn etwas überhaupt einfach nicht mehr klappt, dann, und man hätte kein Kind, wo man Rücksicht nehmen muss, dann ist das Beste so. Hier, das ist Gunilla, die Medaille. Hier bin ich. Da haben sie uns jetzt eben gerade also den Preis gebracht, weil das ja an der Vor-WM war und da haben wir ja keine Medaillen bekommen.1978 beendete Walter Steiner seine Karriere. Er arbeitete als Trainer in der Schweiz und in den USA. 1990 kam er als Sprungschanzenexperte nach Schweden. Seit der Scheidung wohnt Walter Steiner am Stadtrand. Das Traumhaus am See überließ er seiner Ex-Frau. Walter Steiner ist nicht gerade ein Lebemann. Jeden Aspekt seines asketischen Lebens ordnet er der Gesundheit unter. Er bildete sich weiter in Massage, Kinesiologie und alternativer Ernährung. Einige Jahre arbeitete er als Diätkoch in einem Sanatorium. Er kocht ohne Salz und der Herd bleibt fast immer kalt. Also jetzt gibt es zum Mittag rohe Randen und rohe Süßherdöpfel. Ja, aber natürlich auch noch grünen Salat, Paprika und ich habe jeden Tag Cayennepfeffer, frische Cayenne, weil der Cayenne hat eine wunderbare Wirkung auf den Körper und tut sowohl die Nahrung und alles, zum Beispiel in der Kräutermedizin, hat man immer wieder Cayenne drin, weil es das auf den ganzen Körper verteilt. Und das habe ich gelernt, dass wenn wir uns verletzt haben oder uns geschnitten haben, hat man immer 2 Löffel Cayenne im Wasser aufgelöst und nie eine Infektion bekommen.
Jetzt würden wahrscheinlich viele Leute sagen, wenn sie es sehen, das ist einfach ein Spinner, der sich da irgendetwas zusammendichtet, wie man müsste essen. Man könnte gerade so gut eine Pizza in den Ofen schieben. Mhm. Aber der Urmensch ist programmiert worden von Wurzeln und Blättern und zum Teil auch natürlich sogar die Affen reissen da mal einander ab, weil sie Fleisch brauchen. Aber es ist nie gekocht. Und je hochwertiger das Nahrungsmittel ist, je grösser ist der Verstörungseffekt, wenn man es tut, zu fest erhitzen. Und das weiss man schon lange. Das wissen Dr. Bircher, alle haben das verstanden. Aber die Zivilisation geht einen anderen Weg. Und der, der das schafft, den Naturweg zu gehen, der wird ganz reich belohnt am Schluss. So, das ist jetzt ein Doping für Langlauf. Der Vogelmensch ist ein sympathischer Kauz, ein Eigenbrötler, ein Tüftler, ein Kämpfer mit hohen Ansprüchen und Idealen. Er ist immer in Bewegung, ungeduldig und rastlos. Ein richtiger Mutwind angelegt. Um seine Ziele zu erreichen, scheut er keinen Aufwand. Mit seinem Freund Michael kämpft er sich vor der WM durch stundenlange Trainingseinheiten. Was für ein Mensch ist Walter? He's a bit strange. Yes, he's what we call in Sweden a nerd. I think that's international. Er ist ein bisschen eigenartig oder wie wir in Schweden sagen ein Nerd. Das trifft es wohl am besten. Er ist. Ich finde gar kein englisches Wort. Es gibt kein Wort, um ihn zu beschreiben. You can't describe him. I don't find the English word in Sweden. Envis. Auf Schwedisch heißt es envis. Envis. Hartnäckig. Envis um Sünden. That's what he is. And han, in Swedish, han lämnar inget åt slumpen. Aha. Vi får översätta på tyska. Ich löse nicht im Zufall, sondern alles muss versuchen, es perfekt zu machen. Ja. Und ein Oberkörper wie ein Bodybuilder. Ja, er, ja, ich nicht. Ja, mal, das ist ja unglaublich. Ein wenig Fett habe ich halt, mit 3%. 3% Körperfett? Ja, ungefähr. Noch weniger wäre lebensbedrohlich. Bei Spitzensportlern gilt ein Körperfettanteil von rund 10% als normal. Das kann man ziehen. Ja, ich will ja. Walter Steiner, die Ausnahmeerscheinung. In der Schweiz konnte er sich kaum frei bewegen. Alle erkannten ihn. Hier in Schweden lässt man ihn in Ruhe. Speziell. Haben Sie viel Kontakt? Ach, nein, das muss ich sagen. Aber das ist ich als Person. Ich bin vielleicht einfach nicht so unheimlich sozial, dass ich einfach kann. Einfach ein bisschen drauf losplaudern, nur damit plaudert ist. Und da habe ich etwas schwer. Das ist nicht meine Mentalität. Ich tue gerne etwas von etwas erzählen oder von etwas reden, wo nicht nur gerade lustig ist. Aber da finden Sie einen Austausch? Ja, natürlich. Und vor allem, wenn man so tolle Kameraden hat, die man auch im Sport und von der Natur, wie der Michael, der ja als Förster die absolut Spitzenperson ist für mich, um viel zu lernen.
Wie viel wissen die Menschen in Falun über Walter Steiners früheres Leben? Ich denke, nur ganz wenige kennen seine Geschichte. Hier weiß man nicht, wer er ist. Ich habe gehört, in der Schweiz sei er berühmt, hier in Falun nicht. Selbst seine Arbeitskolleginnen und Kollegen staunen, als sie sehen, dass sich das Schweizer Fernsehen für ihren Walter interessiert. Steiner hat sich ein neues Leben aufgebaut, weit weg vom ehemaligen Ruhm als Skispringer. Sein schwierigster Sprung ist ihm gelungen. Er landete ohne Sturz im Alltag. Hallo, war schon okay, immer stehen. Geblieben sind die hohen Ansprüche an sich selbst. Steiner erledigt seine Aufgaben als Hauswart mit der gleichen Hingabe wie früher seine Sprünge. Ja, das Dörrli habe ich schnitzen. Das durfte ich hier im 96 machen. Es hat ein Profil, das man am anderen Dörrli angeglichen hat. Es war da, sieht man, als mit dem Schnitzmesser das Profil gemacht. Ja, das war schön. Der Pfarrer auf der Kanzel gesagt, dass ich das Dörrli geschnitzt habe. Walter Steiner ist Legastheniker. Weil dies auf dem Arbeitsmarkt ein Hindernis ist, zahlt der schwedische Staat die Hälfte seines Lohns aus einem Förderungsfonds. Bei der Kirche landete er zufällig. Wie haben Sie es mit dem eigenen Glauben? Ja, ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo man wenigstens das Tischgebet hat und Obergebet. Und dann bin ich auch Konfirmandunterricht gegangen natürlich. Und habe einfach die guten Aspekte des Glaubens können mitnehmen. Also das, was mir geht in der Routine, die man auch im Sport gut anwenden kann. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt, wir haben ja gar nicht können, immer in die Kirche gehen. Und glauben kann man auch, ohne dass man in die Kirche geht. Aber es ist mir nicht fremd. Und Glauben ist auch etwas, was die Menschen am Schluss selber machen. Das ist also etwas, was wir selber gestalten. Und alles, was der Mensch macht, ist oft nicht gut. So. Februar 2015. Vor Walter Steiners Haustür findet die Nordisch WM statt. Er besucht den Grossanlass als gewöhnlicher Zuschauer. Die Sportfans erkennen ihn nicht. Interessant macht ihn lediglich die Fernsehkamera. Vor 37 Jahren sprang er hier zum letzten Mal selber. Heute verfolgt er die Springen von der Betreuertribüne aus. Schöner. Hey, Anders, hey. Der Perfektionist zog sich schon früh aus dem Organisationskomitee zurück. Zu viele Details an der Schanze genügten seinen Ansprüchen nicht. Der 64-Jährige ist hier eine Ikone. Wie weit bist du damals in Planica gesprungen?
Über 180? Nein, nein, 169. Bei den noch weiteren stürzte ich. Steiner konzentriert sich auf den Sekundenbruchteil, in dem der Springer vom Schanzentisch abhebt. Da entscheide sich alles. Und natürlich fiebert er mit, als der andere weltberühmte Toggenburger springt. Nein. Heute ist nicht Simon Ammanns Tag. Ja. Ja. Es ist nicht, wir wissen nicht, ob es jetzt mit dem Wind ist, aber er hat die richtige Höhe gar nicht bekommen. Und ist 5-7 Meter kurz. Ja, schade. Die besten Sprünge seien ihm sowieso nie auf der Schanze gelungen, sagt Walter Steiner. Für den Traum vom Fliegen brauche man keine Ski an den Füßen. Ich konnte also auf den Stegen herstehen und über die Stegen runter im Traum und zum Haus ausfliegen. Und immer wieder konnte ich schwerelos sein. Und habe immer gedacht, nach wenn ich verwacht bin, wenn ich im Ski springen könnte, so fliegen, einfach davon fliegen. Aber dann ist mir ja zu Sinn gekommen, dass wenn ich so gewichtlos wäre, dann käme ich keine Geschwindigkeit über im Anlauf.